Ja, Friends, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Random News. Ich begrüße euch. Ja, Abonnenten 128. Weder Plus noch Minus von Abonnenten gemacht, ist gleich geblieben. Ja. Videos, die ich hochgeladen habe, waren zwei Let's Tests. Und zwar einmal von dem Reichstag Defender und einmal Corona World. Dann habe ich am Freitag einen Livestream gemacht, wo ich mit euch zusammen YouTube-Videos angeschaut habe. Und dann noch ein Politikvideo. Und zwar, dass die Grünen den Onlinehandel strenger regulieren wollen. Und dann noch ein Politikvideo. Und dann noch ein Part von Miitopia. Das war's. An Videos letzte Woche. Wow. Ging es auf Arbeit bei mir letzte Woche zu. Ja, Montag war wie immer Labor. Ja, Dienstag. Ja, Schadstofffalle. Also Schadstoff entsorgt. Und Mittwoch auch Schadstoff entsorgt. Donnerstag war Labortag wieder, ganz normal. Ja, und Freitag habe ich Elektrogeräte. So, das ging bei mir letzte Woche auf der Arbeit zu. Ja, am Donnerstag war ich noch beim Friseur. Ich weiß, das war jetzt die total wichtigste Information für euch. Und zwar mal habe ich den Friseur gewechselt. Und zwar vorher bin ich aber zum Friseur gegangen, wo meine Mutter hingeht. Jetzt gehe ich zum Friseur hin, wo mein Vater hingeht. Bei uns vor Ort ist der Friseur. Der Friseur, wo meine Mutter hinging, war im Nachbarort. Wo ich jetzt hingehe, ist es nur eine One-Man-Show. Da leitet nur eine einzige den Friseur. Ja, ich muss sagen, ne. Sie macht's gut. Hätte noch ein klein wenig kürzer sein müssen, aber sag ich auch beim nächsten Mal, dass es noch ein Ticken kürzer sein kann. Aber sonst macht sie ihre Arbeit gut. Kann ich nur empfehlen. Und
heute und Samstag. Also, habe ich einfach nur geschillt. Ja. Mehr gibt's nicht zu sagen. Und, ach, scheiße, ich dachte, ich treffe ihn. Ich, oder treffe sie, ist. Noah ist ja Mädchenname. Und das Mi ist auch, sieht zumindest weiblich aus, das Mi. Und? Ja, dritter. Ja, dann, das war's mit den News dieser Woche. Euch eine schöne Woche. Und ja, bis zur nächsten Woche zu den Random News. Ciao, Kakao.